Ein Tag an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Hallo, guten Morgen. Wir sind Elli und Tonja. Und wir sind gerade an der Hochschule angekommen. Wir wollen euch in diesem Video einen Tag an der Hochschule mitnehmen. Und euch so ein bisschen zeigen, was man hier einfach so machen kann. Die erste Station, die wir gleich absolvieren wollen, sag ich mal, ist der 3D-Druck. Und wir sind schon richtig gespannt. Also, los geht's. Let's go. Wir haben uns dafür entschieden, Schlüsselanhänger in der Form unserer Anfangsbuchstaben zu drucken. Diese haben wir in Tinkercad designt und dann ausgedruckt. Direkt neben dem Raum, wo wir den 3D-Druck gemacht haben, ist das Eltern-Kind-Arbeitszimmer. Dort kann man arbeiten, während die eigenen Kinder spielen können. Also wir gehen jetzt zum Hochbild. Da wird nämlich gerade eine automatische Bewässerungsanlage gebaut. Drinnen löten und programmieren die Studierenden eine Anlage, mit der später das Hochbild automatisch bewässert werden soll. Draußen bauen sie die Hochbeet, in diese die Anlage später eingebaut werden soll. So, unsere nächste Station ist jetzt das Visual Computing. Im Showroom gibt es zwei große Bildschirme. Eine besteht nur aus LEDs und ist deshalb sehr farbintensiv. Hier haben wir beeindruckende 3D-Videos angeschaut. Der dritte Bildschirm zeigt eine Landkarte an. Wenn man hier nach Twitter-Hashtags sucht, werden die Absendstandorte angezeigt. Das sieht geil aus. Kann man doch erkennen als Katze, ne? Auf dem Weg zur nächsten Station sind wir noch an dem Roboter vom RoboCup vorbeigelaufen, mit dem die Hochschule dieses Jahr Vize-Weltmeister geworden ist. Im Filmstudio haben wir einen Einblick in die Fernsehproduktion bekommen. Nebendran gibt es auch noch ein Tonstudio. Die Hochschule produziert mit Solaranlagen einen kleinen Teil eigenen und umweltfreundlichen Strom. So, wir sind jetzt am Ende unseres Tages angekommen und es war auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel dazu gelernt. Ich glaube, mein Highlight war vor allem der Visual Computing Raum, den fand ich sehr cool. Ich fand das 3D-Drucken richtig cool, wie man sehen konnte, wie sich das aufgebaut hat. Ja, mit dem Programmieren auch. Und wir hoffen, euch hat unser Tag auch gefallen. Ihr habt was dazugelernt. Und vielleicht habt ihr ja sogar auch ein bisschen Spaß. Und vielleicht kommt ihr ja sogar mal an die Hochschule, um selber so zu erfahren, was man hier so machen kann noch. Genau. Tschüss. Tschüss.